Der OLED 804 von Philips leuchtet auch nach hinten. Ist das alles, was er kann? Das und vielleicht ein bisschen mehr seht ihr jetzt in unserem Test. Der OLED 804 gehört zu den beliebtesten OLED-TVs von Philips. Die direkten Konkurrenz-OLEDs sind der Panasonic GZW 1004 und der LG C9. Aber auch mit QLED-TVs von Samsung wie dem Q90R kann er sich messen. Aktuell kommt der 804 in zwei verschiedenen Größen, 65 und 55 Zoll. Den 65 Zöller haben wir für euch getestet. Von außen fällt beim 804 das edle Design auf. Das Display ist OLED-typisch sehr dünn, was gut zum dünnen Rahmen und den schmalen Standfüßen passt. Allerdings eignet er sich nicht dafür, eine Soundbar vor dem Fernseher zu platzieren, da er durch seine Standfüße recht tief liegt. Ein nettes optisches Feature ist außerdem das schon angesprochene Ambilight, mit dem die Wand hinter dem Fernseher passend zum abgebildeten Geschehen beleuchtet wird. Das findest du zwar auch bei anderen Fernsehern, aber nur bei Philips. Du kannst es sogar individuell nach deinem Geschmack einstellen. Wenn du hiervon trotzdem weniger begeistert bist, kannst du es auch einfach ausschalten. Über vier HDMI 2.0 Anschlüsse kannst du den TV mit Konsolen, Streamingboxen oder deinem Blu-ray Player verbinden. Die zwei USB Anschlüsse ermöglichen die Nutzung von USB Sticks oder Festplatten, zum Beispiel für USB Aufnahmen. Der OLED bietet eine Top-Bildqualität mit perfektem Schwarz, tollen Kontrasten und natürlich wirkenden Farben. Wirklich ausgereizt werden diese Stärken vor allem von Ultra-HD-Inhalten mit HDR. Aber auch HD- und SD-Inhalte kann der OLED dank des leistungsstarken Bildprozessors hervorragend hochskalieren. Das macht sich zum Beispiel bei DVDs stark bemerkbar. Ebenfalls herausragend ist seine Blickwinkelstabilität. Selbst bei einem extrem schrägen Blick auf den TV bleiben Farben und Kontraste im Bild stabil und scharf. Das kann gerade beim Rudelgucken in größerer Runde einen entscheidenden Faktor darstellen. Für HDR-Inhalte erreicht der Philips außerdem eine gute Spitzenhelligkeit. Sowohl gleichmäßig helle Flächen als auch tiefes Schwarz stellt er problemlos und ohne Clouding-Effekte dar. Bei der Bewegtbilddarstellung macht dem Philips so schnell kein anderer Fernseher etwas vor. Durch eine präzise Zwischenbildberechnung kann er sämtliche Inhalte sehr flüssig darstellen und nervige Bildartefakte hiermit größtenteils verhindern. Die Bildeinstellungen findest du entweder über das Home-Menü oder das Kurzmenü. Beide erreichst du direkt über Knöpfe auf der Fernbedienung. Im Kurzmenü findest du die Bildeinstellungen unter Häufige Einstellungen. Hier kannst du einen der voreingestellten Bildmodi wählen und bei Bedarf für deine Situation optimieren. Besonders in puncto Gaming können die starken Farben und Kontraste überzeugen. Im Gaming-Modus stellt der Fernseher die meisten aufwendigen Bildoptimierer ab, um einen minimalen Input-Lag zu erreichen. Dieser kommt nach unseren Messungen auf gute 25,9 Millisekunden. Da der 804 kein HDMI 2.1 unterstützt, fehlen ihm jedoch einige Features, von denen vor allem die kommende Konsolengeneration profitiert, wie zum Beispiel 4K bei 120 FPS oder VRR. Da der 804 mit dem Android-Betriebssystem arbeitet, kann er auf den Google Play Store für TV-Geräte zurückgreifen, der ein sehr breites App-Angebot hat. Außerdem unterstützt der smarte Philips den Google-Assistenten mit Spracheingabe über die Fernbedienung. Die Apps werden auf dem Homebildschirm übersichtlich am oberen Rand angezeigt, während darunter Empfehlungen von Streaming-Anbietern zu sehen sind. Die Fernbedienung des 804 ist von vorne ziemlicher Standard. Eine kleine Überraschung befindet sich auf der Rückseite. Hier versteckt sich eine Mini-Tastatur, die sich für Texteingaben als sehr praktisch herausstellt. Für den Sound bringt der Philips mit den unsichtbar integrierten Hoch- und Mitteltönern und einer rückseitig abstrahlenden Tieftonsektion einen angenehmen, alltagstauglichen Klang. In unserer Endwertung bekommt der Philips OLED 804 9,1 von 10 Punkten. Er unterstützt mit HLG, HDR10, HDR10 Plus und Dolby Vision alle wichtigen HDR-Standards. Vor allem hier besticht er durch seine starken Farben. Die enorme Blickwinkelstabilität ermöglicht außerdem den Genuss von Film, Sport oder Gaming in großer Runde. Besonders bei Sport und Gaming kann er das Erlebnis mit der reaktionsschnellen Bewegtbilddarstellung noch abrunden. Kleine Einbußen macht er durch die HDMI-Anschlüsse, die wie erwähnt nicht auf alleraktuellstem Stand sind. Das fällt vor allem ins Gewicht, wenn du ein Auge auf die Next-Gen-Konsolen geworfen hast. Was hältst du vom Philips 804? Eine gute Wahl im OLED-Sektor oder versucht er nur mit seinem Rücklicht zu blenden? Schreib's uns in den Kommentaren. Wenn du mehr über den 804 wissen willst, lassen wir dir den Link zum vollen Artikel auf hifi.de in der Videobeschreibung. Und wenn du auf dem Laufenden bleiben willst, freuen wir uns, wenn du den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst. Auf Wiederhören!